Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Love Island VIP. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergehen wird. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein und es geht los mit der Red Flag Night, denn Jill hat an dem Abend auf jeden Fall ordentlich kassiert, hat die meisten Red Flags bekommen und dazu muss man wissen, im Format sind auch Gigi und Yassin. Man kann es nicht so richtig glauben, aber es ging auch bei dieser Entscheidung ein bisschen darum, dass sie sich nicht so ganz auf irgendjemand eingelassen hat, beziehungsweise überhaupt offen war, generell jemanden kennenzulernen. Und ja, deswegen hat sie so viele Flaggen bekommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, um was ist jetzt? Nur für den Kick, für den Augenblick? Jill, du hast von den Islandern die meisten Red Flags kassiert. Das bedeutet für dich, dass du bei der kommenden Paarungszeremonie dein Wahlrecht verlierst. Du kannst nur gerettet werden, indem ein Mann dich wählt. Oha, oha, oha. Und was das jetzt genau bedeutet ist? Naja, irgendwann findet eine Paarungszeremonie statt. Sie hat dann, wie es gerade gesagt wurde, nicht die Chance, sich für irgendjemanden zu entscheiden, sondern sie muss jetzt das Interesse von einem Mann irgendwie so wecken, dass sie am Ende gewählt wird. Wenn sie nicht gewählt wird und keiner sich für sie interessiert, so habe ich das zumindest verstanden, dann fliegt sie nach Hause. Und das würde dann sehr, sehr schnell gehen und es wäre dann doch irgendwie sehr, sehr schade. Als Red Flag musst du bis auf Weiteres immer dieses Red Flag-Stimmen tragen, wollte mich verarscht. Ich will gar nicht sehen, wie ich gerade aussehe. Ich würde sagen, besser als vorher und eine hübsche Frau entstellt hier nichts. Noch nicht mal ein goldenes Stirnband mit drei roten Flaggen. Beste! An sich kann ich es auch verstehen, dass ich so viele Red Flags abbekommen habe, weil ich nun mal nicht mit vollem Herzen hier gerade mit dabei bin. Wait a minute. Heißt das im Trash-Jargon, da draußen wartet noch jemand auf mich? Nein, ich glaube, es geht einfach darum, dass sie die Pappenheimer da drin kennt. Also jetzt mal ganz ehrlich, wo soll die sich da ein Gigi oder ein Yassin an den Hals schmeißen? Ich glaube nicht, aber es gab ja noch ein paar andere Männer und da hat sie einfach niemanden gefunden, den sie ansatzweise gut findet. Also so richtig Mühe gegeben hat sie sich bisher nicht und deswegen hat sie halt eben diese Flaggen bekommen. Aber Marcelino, denke ich mir manchmal, der hat ein Buch auswendig zu Hause gelernt und trägt hier vor. Unverständlich, was der Gigi von sich gibt in manchen Situationen. Was für ein Buch? Und manchmal ist es wie, als hättest du ein Gedicht auswendig lernst und hier vorträgst. Aber welches Buch? Und ich liebe doch alles daran. Der so, ja, ist ja okay, aber welches Buch meinst du? Ich meine, Gigi so eine Frage zu stellen, ist halt unfair. Woher soll der wissen? Woher soll der ein Buch kennen? Als ob der jemals irgendwas aufgeschlagen hat, was irgendwie mehr als drei Wörter hatte. Comic, das Bilderbuch, das war's. Aber ich liebe hier diese ernste Frage. Was für ein Buch? Ich habe ihm nur gesagt, was viele denken, Marcelino, in meinen Augen, hast du hier ein Diktat auswendig gelernt. Da muss ich eine Menge gelernt haben vorher. Ich habe nicht so viel gelernt in der Schule. Ich war nicht so gut. Ja, gut. Surprise, surprise. Aber ich weiß schon, was Gigi meint. Das habe ich auch in der ersten Folge gesagt. Marcelino. Heißt doch Marcelino. Oh, oh. Marcelino. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, Marcelino. Der ist halt sehr, sehr langsam, behutsam, auch was Sprache angeht. Der drückt sich eher gewählt aus. Der denkt nach, bevor er spricht. Und jemand, der in jedem Satz ungefähr sagt, und so weiter und so fort. Für den klingt das halt wie ein Aufsatz. Jessen, was du gesagt hast, stimmt auch auf eine Art und Weise. Ja, ist aber auch so. Aber ich glaube, ich kann mir schon ein ganz gutes Bild machen, auch in einer kurzen Zeit. Ich bin wirklich nicht oberflächlich. Oh mein Gott, ist das peinlich. Wie soll mich denn so ein Typ attraktiv finden? Und welcher Typ kommt denn jetzt überhaupt in Frage? Wir haben es auch in Folge 1 gehört, dass Jill schon gesagt hat, Danilo wäre jetzt vom Aussehen schon ein kleiner Hottie. Da musst du pushen. Da ist natürlich die Frage, könnte sich Danilo denn irgendwas mit ihr vorstellen? Denn um sich zu retten, muss jetzt Jill irgendwo ankommen. Sie hat zwar ihre spielerischen Seiten, aber sie ist eine tiefe, sehr sensible Person und sehr, sehr schüchtern und unsicher eigentlich. Ja, vielleicht, aber jetzt mal on paper, würde das passen?
Danilo, der Oldschool-Italiener. Was hat der früher immer gesagt? Ja, also meine Frau muss schon irgendwie zu Hause sein, mir so die Socken zusammenlegen und ein bisschen kochen. Mittags, wenn ich dann da bin und abends, ihr wisst ja schon. Also ob Jill ansatzweise in so ein Muster reinpassen würde. Oder generell ist es fraglich, wer in so ein Muster reinpassen würde. Ja, aber das sehe ich 0,0. Aber Danilo hat, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, er hat sich verändert. Er ist ein anderer Mann. Hör auf dein Herz oder mach's wie ich. Studier ein Buch. Das hat der jetzt auch persönlich genommen. Und dann sieht man Marcelinos unter einem Sonnenschirm. Und der hat wieder einen Spiegel-Bestseller in der Hand. Und ich meine nicht Lolas Buch. Ich möchte, glaube ich, alleine schlafen. Ich mag nicht so gerne neben Yasin schlafen. Ich finde auch einfach, er ist so extrem laut. Ja, gar kein Bock. Hat mich jetzt auch gewundert. Ich meine, die kennt den. Hat ja schon gesagt, Bro, du bist halt Yasin. Nee. Buchstäblich, du bist halt Yasin. Das wird nicht funktionieren und die habe ich auch nicht so richtig zusammen gesehen. Und jetzt fasst sie sich ein Herz beziehungsweise ihren Pyjama und packt die Sachen und da ist noch ein Bett frei. Lieber alleine schlafen, bevor sie neben Yasin liegt. Ich hätte dir sagen können, ey, du pass auf, Yasin, mir ist oben viel zu heiß und so, ich schlafe unten, aber nicht, dass du irgendwie denkst, zwischen uns irgendwas komisch, so alles in Ordnung. Oder die sagen können, ey, pass mal auf, ich finde dich irgendwie nicht cool so, lass mal lieber so getrennt schlafen. Mit solchen Sachen kann ich halt arbeiten. Das lässt halt sehr viel Spielraum jetzt in meinem Kopf für, warum ist es jetzt gegangen. Und warum? Da haben wir es schon wieder. Und es war nicht nur für den Augenblick. Und Yasin fühlt sich jetzt halt komplett entblößt, komplett vor den Kopf gestoßen. Geht die da einfach weg? Klar, sie hätte auch sagen können, dass das halt nicht so richtig matcht und funktioniert. Aber die hat sich halt gedacht, so nach 8 Stunden, was soll ich denn groß sagen, dass es nicht matcht oder so, ist mir eigentlich komplett Wayne. Aber das Ego von Yasin ist gerade irgendwo alleine auf irgendeinem Basketballplatz und wirft immer so ins Leere. Airball, das ist völlig fertig. Ist bei euch auch so, wenn jetzt jemand reinkommt, der... Ja, auf jeden Fall. Also ich warte ja immer noch drauf. Also ich mag Gigi schon, aber das funktioniert ja gar nicht. Es passt halt einfach absolut gar nicht in mein Leben. Hä? Wieso? Ich glaube, der wäre ein guter Daddy und Gigi möchte Daddy werden. Außerdem, es gibt doch dieses eine Spiel auf dem iPad, habe ich letztens bei meinen Neffen gesehen. Da musst du irgendwie immer mit dem Finger draufdrücken. Und stellen wir uns mal kurz vor, dieses Spiel gibt es mit Fischen. Dann könnte Gigi daneben sagen, Fisch. Fisch. Ich meine, er wäre eine große Hilfe. Naja, zurück zu Danilo. Der weiß natürlich auch, dass Jill so ein halbes Auge auf ihn geworfen hat. So ein sexy Auge. Sie guckt ja immer so ein bisschen so. Und ja, das hat sie auf jeden Fall auf ihn geworfen. Aber der ist sich auch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt passen würde. Die ist sehr unsicher, sehr ängstlich, sehr... Du redst mit ihr, sobald du ein bisschen tiefgründig wird sie so ganz... unsicher und so. Sie hat es auch nicht so leicht, weißt du, dann kriegt sie die ganzen Red Flags und so und dann ist erstmal die alle so, so Pressure, also Pressure. Ja, Pressure und Gigi, ah, englische Bücher auch, ja? Auf jeden Fall, oh oh, man hat ihn lange nicht gehört. Yasin, immer noch auf dem Basketballplatz. Ja, der Junge ist immer noch fertig und was ist jetzt mit Melissa? Warum hat sich Melissa so entschieden? Ich glaube, sein Ego war ein bisschen angekratzt. Das sieht man. Ja, auch passt nicht, kein Bock. Yasin ist eigentlich, ist genau wie bei Gigi, das ist halt deren Ego, was dann auch irgendwie so angekratzt ist, ne? Ja, und hat er gerade wirklich gesagt, obwohl Melissa eine Etage tiefer lag, passt nicht. Nach einem Tag, ich habe 8 Stunden gesagt, ich habe ein bisschen untertrieben, es war schon ein Tag, passt nicht, gar keinen Bock. Okay, damit hat er auch auf jeden Fall ein Statement gedroppt, was sie gehört hat. Oder er hat nicht gecheckt, dass sie schon unten lag. Ich mache und tu und hier was da mache. Hier kann ich eine Schuhe machen. Soll ich irgendwas noch machen? Oh, hey, du bist so schön. Alles. Und sie sind hier einmal so zurück, so ein bisschen so. Weißt du? Ich schwöre dir auf mein Leben, heute Morgen bin ich aufgestanden und dachte mir so, ey, ich glaube, keine Frau will mich hier. Aber was erwartest du nach einem Tag? 2. Ja. Hier, wenn ich einmal auf mich zukommt, komm nicht einmal auf mich. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Red Flag Ding. Ich sag ja, die Jungs egomäßig durch die Decke gegangen, haben hunderte DMs und wenn der schnipst, hat er halt eine Frau im Bett liegen. Der muss gar nichts machen und hier merkt man schon diese leichte Überforderung. Er hat schon 1-2 nette Worte gesagt. Also, soll ich den Schuh zumachen? Soll ich dir helfen? Und so weiter. Und sie hat ihn immer noch nicht. Hä? Was ist da denn los? Das ist alles so ungewohnt. Keine Frau, die mit einem kuschelt, keine, die knutscht, keine, die Interesse zeigt. Das ist voll anstrengend. Man zweifelt voll an sich selber. I'm not crying. You are. Der Junge ist gebrochen. Der weiß gar nicht, was los ist. Seit 24 Stunden kein Körperkontakt mit einer Frau so richtig. Keine Nachricht, wo jemand sagt, ich will dich. Was hat das überhaupt noch alles hier einen Sinn? Ah, das Problem ist, du magst ja auch Melissa, gell? Ja, ich mag auch Melissa.
Du kannst auch nichts erzwingen, wenn zwei Menschen vielleicht auch zu verschieden sind. Vielleicht versteht ihr euch einfach so voll super gut. Aber halt nicht so liebestechnisch, Bruder. Und Yasin, was? Liest du mal weiter deine Kackbücher? Und Marcelino hat recht. Ich finde jetzt nur von dem, was ich so gesehen habe in Folge 1, dass er, der so ein bisschen langsamer redet und ein bisschen ruhiger und wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter steckt, reine Vermutung, besser zu einer Melissa passen würde als so ein Yasin, um ehrlich zu sein. Also, wenn ich die drei anschaue, ich sehe da eher ein Match. Der Marcelino probiert mir einzureden, zu sagen, die passt gar nicht zu dir und du passt nicht zu ihr, weil du bist viel zu drüber und du sollst dich nicht verändern. Gestern hast du doch unten gepennt, ne? Ich denke mir so, okay, ich weiß gar nicht, woran ich bin oder steige ich mich in irgendwas rein. Wir sind halt einen Tag in total waren wir gestern da. Also was kann man denn an einem Tag erwarten? Ja, und dann guckt er so runter und denkt sich, naja, Melissa, was? Was ich halt auch im Real Life bekomme, denke ich natürlich. Und dann lag ich auch so im Bett und dachte mir so, Depp, jetzt fährst du gleich. Ja, du hast aber dann zu irgendjemandem noch gesagt, ja, kein Bock mehr, passt einfach nicht. Das ist halt mein Problem, ne, weil ich schon so oft Ego getrieben bin, das kommt dann so reine Ego-Sache, ne, dann so, ja, ich will mich nicht und dann so, dann mache ich so dumme Sachen einfach, ne. Und das peile ich auf der einen Seite nicht, weil man sich dann so verhält wie so ein Vierjähriger, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, wenn du so gepudert wirst, und im wahrsten Sinne des Wortes anscheinend gepudert wirst ohne Probleme, dein Ego irgendwo so da oben ist, dass du denkst, du wärst so ein Superstar im Trash-TV, jeder kennt dich und so, das macht schon einiges mit einem. Und das macht anscheinend auch kaputt. Wir haben das von Yasin jetzt in irgendwelchen Insta-Stories gehört, untermalt mit Pianomucke. Hat mich so an Erik Sindermann-Stories so erinnert, aber da hat er auch erzählt, dass er mit Dämonen kämpft und Depressionen. Da sieht man auch mal, wenn das alles so ist, wie das da gesagt wurde, dass der halt schon auch mit seinen Problemen da zu kämpfen hat. Gut. Was fühlst du in dir? Ich fühle nichts. Gar nichts. Und warum wundert es mich, dass Gigi jetzt nicht sagt, willst du was fühlen? Und Jelis so, hä, wie meinst du das? Und Marcelino guckt aus seinem Buch hervor und sagt, er meint sein. Sie hat auch dieses bisschen Kalte an sich. Aber mein Ex-Mann genauso, Dana war ja komplett kalt. Ich weiß nicht, das tört mich manchmal. Oh mein Gott, und yep, das kann man schon über Dana sagen. Also sie steht ja hier und da auch in der Kritik, haben wir bei Are You The One gesehen so. Viele waren auch so ein bisschen neidisch, haben auch nicht gecheckt, was sie so ausmacht. Und ja, man könnte schon sagen, diese ist schon so ein bisschen diese eiskalte Art. Und was macht Gigi aus? Ah, Fremdgehen. Und davon berichtet er jetzt auch bei Jelis. Aber weil sie ihn gefragt hat, nicht weil er damit angehen möchte. Hoffe ich. Mit was für Frauen bist du dann so fremdgegangen? Meine Tätowierte. Urlaub. Wollt ihr wissen, wie es rauskam? Wir haben ein Video gemacht. Und ich habe zwei Handys. Aber die beiden waren mit iCloud verbunden. iCloud, MyCloud, Brautkleid, keine Ahnung, was für eine Cloud. Also ja, es geht hier um das Apple-System, das verschiedene Daten auf deinen mobilen Geräten bzw. in der iCloud abspeichert. Und das bedeutet, du kannst dann von unterschiedlichen Geräten darauf zugreifen. Und ein Video, was aufgenommen wurde auf dem einen Handy, kann man dann auch auf dem anderen Handy anschauen. Und das ist schon wieder, oh mein Gott. Aber generell geht es jetzt erstmal darum, dass er fremdgegangen ist. Ich meine, das steht im Fokus und das ist nicht gut. Und dann hat das andere Handy so gesehen und hat sich gedacht, komm, ich guck da mal rein. Da hatte ich auch noch Passwort 1234. Das passiert nie wieder. Ich will nie wieder einen Menschen sehen, den ich liebe, der so leidet. Das war so schlimm. Yep, oder ist es dann eher noch so ein bisschen diese Rihanna-Line, die ich oft zitiere in meinen Videos, weil es im Trash immer passt. He's only sorry he got caught. Und falls ihr euch gerade gefragt habt, ob Rihanna gerade gesungen hat, nee, war ich. Und ich habe gesagt, falls man es nicht verstanden hat, auf Deutsch, Marcelino, helf mir gerne. Ich glaube, der hat sich halt nur schlecht gefunden, weil der halt ertappt wurde, der Junge. Der denkt sich, okay, iCloud mache ich nie wieder. Nur es blickt. War ich dich? Ich weiß nicht, warum ich dich mal. Das weiß ich auch nicht. Und Gigi hat schon recht, Jelis ist halt einfach da. Es ist schon ein bisschen so Dana-Vibes, aber egal. Ich mag deinen Style. You like my style? Ja, voll. Danke. Ich sag mal, das ist so Street-Style, aber mit einem Twist. Extra. Ein Street-Style mit einem Twist. Okay. Ja, das ist so extra Sache. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, was er damit meint. Naja, Street-Style mit einem Twist. Okay. Ja. Aber ich mache ja auch noch Pro-Sport. Was ist das? Sport, Akrobatik. Okay. Kennst du das an der Stange? Ja. Okay, das ist eine potenzielle Wifi. Yep, kann man abhaken. Pole Dance ist im Kommen, aber auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und Tracy scheint hier akrobatisch zu sein. Unser erstes Spiel der neuen Staffel. Es geht um Schulbildung. Nicht nur um Schulbildung, sondern auch um die entsprechenden Schuloutfits. Und Gigi stand vor der Entscheidung, was für die Jungs anziehen
oder für die Mädels anziehen. Und naja, nach 1,5 Stunden ist er so herausgekommen. Gib dir das an. Du bist schon eine geile Frau, hä? Chill doch. Ich mag das nicht. Geh nicht direkt. Mach langsam. Oh, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin nicht so eine. Ich bin nicht so eine. Und das erinnert mich an Milchschnitte. Und ich weiß nicht, was hier los ist, aber Gigi ist hier eine kleine Milchschnitte. Und ich habe große Angst, dass er irgendwann die Beine auseinander macht. Und ich weiß nicht, was uns da entgegenspringt, aber es macht mir hier Angst. Du spielst auch ein bisschen mit mir, sei ehrlich. Ja, aber sei nicht so gleich. Ich bin so ein Tier, Alter. Ich bin eine Frau. Okay. Beine mich wie eine Prinzessin. Okay, sorry Schatz. Okay. Und es ist überhaupt kein Shaming, aber der benutzt das Bräunungsspray nur fürs Gesicht. Und der hat auch eine Tube für oben rum, aber untenrum sagt er nein, danke. Denn die Boys treten gegen die Girls an. Einer macht den Oberlehrer und das gegnerische Team muss antworten. Der erste Lehrer ist der Einländer mit dem höchsten Bildungsabschluss. Boah, ich hab schon verloren, bevor es anfängt. I have a Bachelor, ist das gut? Ja, komm. Mich überrascht, dass er nicht zu ihm gesagt hat, hey, krass, warst du der Bachelor? Woher kommst du nochmal, Holland oder so? Warst du da der Bachelor? Nein, Bro, ich hab einen Bachelor gemacht. Ah, krass. Und ja, ich hab da noch vor, einen Doktor zu machen. Ah, geil, okay, wenn ich Schmerzen hab, komm ich zu dir, okay? Ich war nur beim Bachelor. Mit welchen Geschenken versuchen männliche Schimpansen, die Weibchen zum Liebesspiel zu bewegen? Banane. Nüsse. Früchte und Obst. Wie kommst du auf Nüsse? Das sind Eichhörnchen-Nüsse. In Afrika gibt es doch keine Nüsse. Da ist halt das Ding. Yassin, ein großer Alvin und die Chipmunks-Fan, hat gedacht, ach, das waren gar keine Häfchen. Das waren Chipmunks. Was sind denn Chipmunks? Ich kann doch kein Englisch. Silhouette. Nüsse sind Gemüse. Welches Tier hat den größten... Dinosaurier. Die Amerikaner testeten 1946 ihre Atombomben auf einem Atoll im Pazifik. Trotz des schrecklichen Anlasses wurde das Atoll zum Namensspaten für ein weltberühmtes Kleidungsstück für Frauen. Bring that ass back, like a boom, 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 boom. Ein Boom-BH. Boom-BH hört sich an wie so Boom-BH ist von Gigi und Yassin. Oh mein Gott, und das nächste Merchandise ist auf dem Weg. Hör mal auf mit diesem Red Flag-Kack. Wer macht Boom-BHs? Also, die richtige Antwort ist hier Bikini. Und es war fast schon nah dran. Aber Boom-BH passt halt auch. Eiländerinnen, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der ersten Stage Challenge. Heute Abend findet die allererste Paarungszeremonie bei Love Island statt und ihr habt euch heute das Wahlrecht gesichert. Und weil Nachdenken anstrengend ist, haben sich zwei von euch eine Erholung verdient. Ich glaube, wir wären alle gerne gegangen, aber das ist Fair Play in meinen Augen. Und im Endeffekt ist es jetzt relativ fair. Also die Mädels haben das Wahlrecht bei der Paarungszeremonie und eine von ihnen darf auf ein Date gehen. Und das finde ich jetzt ganz cool. Die halten da so ein bisschen zusammen. Die denken sich auch, okay, Jill hat ein geiles Stirnband, aber das hat ja auch einen Grund wegen diesen Red Flags. Und vielleicht ist es ganz gut, dass sie sich dann einem Boy hier nähert und vielleicht wird sie dann von diesem Kerl gewählt, was sie retten würde. Danilo, hättest du Lust auf ein Date mit mir? Ja? Mach ich, mach mal. Du kannst mich nicht aus den Shows, wo ich war, ne? Aber ich habe schon vieles von dir gehört. Wenn ich so wäre wie so Oldschool-Italiener, so Mittelalter-Denken, dann... Ja, und das ist der Punkt, ne? Auch dieses Denken, was du hattest, von einem Jahr noch, angeblich nicht mehr hast. Ich bin so sehr unabhängig und ich brauche immer meine Freiheit. Ich kann auch mit Eifersucht nicht umgehen und du warst so mega eifersüchtig bei Eifersucht, ne? Und irgendwie kaufe ich dem Jungen das nicht ab, dass der jetzt komplett anders ist und sein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Letztens habe ich noch einen TikTok gesehen, wahrscheinlich war das älter, da hat er nochmal das gesagt, dass er auch für seine Art und sein Beziehungsmodell kämpft. Es gibt ja so viel Neues, was cool ist, aber muss auch an die Oldschool-Italiener denken. Ich dachte mir, was? Aber okay, jetzt hat er sich komplett geändert und Jill glaubt ihm das auch nicht, das merkt man. Wenn Melissa mich nicht nimmt, gell, dann habe ich sie auch, dann denke ich mir auch so, was mache ich? Aber Bro, wenn die auch Marceline nimmt, dann habe ich halt übelst aktuell. Ich glaub, ja, mit Frauen klappt's gerade nicht wirklich gut bei Yassin, aber da ich in einem Bruder bin und ich liebe ihn, ich bin bereit, mich zu opfern. Chill doch. Jupp, und wie die Jungs sich hier Mühe geben. Da wird auch mal über den Teich geschaut und ja, es ist auf jeden Fall ein Bild für die Götter. Ich bin immer sehr angespannt, wenn man mich noch nicht kennt. Oder wenn ich jemanden noch nicht kenne. Nee, jetzt gab es mir gar nichts. Du schaust dann so süß einfach. So. Nee, aber manchmal bin ich echt verlegen, wenn du mich dann so anstarrst. Ja, zwischen Flirten und Cringe geht es hin und her. Aber ich finde, man merkt es schon, wenn man jetzt länger drauf schaut und sie Mischschnitte vergessen hat, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Was ist eigentlich mit Sierra?
Ciara. Die hatte ja in der letzten Folge nicht unbedingt ein Techtelmechtel mit Marcelino, aber eine PowerPoint-Präsentation. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, check gerne mal die Reaction aus der letzten Woche. Aber da fand sie ihn eigentlich ganz dufte. Also Marcelino ist ein sehr geerdeter Mensch und wir haben schon echt schöne Gespräche gehabt. Aber ich finde auch, dass es mit Danilo und mir echt matchen könnte. Mein Problem mit nur Janino ist, dass ich auch so klein nicht kann. Weißt du, wir haben zwei Nächte in deinem Bett geschafft. Kannst du einfach mal, wenn du vorbeigehst, so. Ja. Mhm. Das ist mir schon nicht abknutschen, aber. Und das merke ich halt nicht so. Ich glaube, Marcelino, das weiß ich gar nicht. Haben wir das jemals gehört, ob er auf sie steht? Der findet die, glaube ich, ganz gut. Aber er ist nicht so into it. Da wäre sonst sicherlich eine Hand mal auf Wandertag gewesen und hätte ihr so ein bisschen den Rücken gekrault, dass Ciara geschnurrt hätte. Aber da ist gar nichts passiert. Deswegen wird sich Ciara wahrscheinlich eher auf Danilo fokussieren. Was glaubst du, was mein Bodycount ist? 12. Die Hälfte. Du? Zwischen 5 und 500. Ey, ich habe ein Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch und ich schreibe immer so alles rein. Echt jetzt? Du schreibst dann über jeden Aufsatz. Also, ja. Ah, und jetzt wissen wir, welches Buch Marcelino da gerade die ganze Zeit im Schatten liest. Ah, okay, aber hat sie gerade gesagt, 6 ist der Bodycount und bei ihm zwischen 5 und 500. Ah ja, der Oldschool-Italiener weiß auf jeden Fall, auf welche Worte es hier ankommt. Perfekt. Mit Melissa und Chiara ist anders. Ich rede nicht mal viel, ich nicht mal so, aber da ist so eine Anziehung. Hat das geküsst? Nee. Hat's geknistert? Es geknistert, war schöner. Ja, also doch noch mal eine andere Seite kennengelernt. Ja, Mann. Ja, Mann, aber vielleicht nicht unbedingt eine gute. Ich glaube nicht, dass der die mag. Ich glaube, die ist dem schon zu frech. Die hat schon bei dem Date viel zu viel gesprochen. Danilos Kopf wie ein italienischer Kochtopf auf dem Herd. War zu viel, war zu viel. Heute Abend dürft ihr euch endlich offiziell verkappeln. Du dürfst es ja mit der heiß begehrte Tracy in einem Bett schlafen. Tracy ist wirklich eine sehr schlimme und interessante und sehr süße Dame. Er meint intelligent, nicht schlimm. Ja, ja. Weil wir ja, sagen in auf Holländisch, schlimm ist intelligent. Was ist schlimm? Schlimm ist, wenn man... Katastrophe, ja? Ja. Ja gut, aber es ist auch nicht seine Muttersprache, muss man jetzt auch nochmal sagen. Und der gibt sich hier Mühe, deswegen Props auf jeden Fall an den Kollegen. Und der hat es eigentlich ganz süß verpackt. Stört das denn Marcelino, dass Tracy da jemanden eventuell gefunden hat? Du warst ja mit Tracy zusammen. Ja. Du hast das Gefühl, dass du diese gemeinsame Vergangenheit noch ein bisschen aufarbeiten möchtest. Wir hatten halt damals eine kleine Zeit zusammen. In dieser Zeit habe ich mich falsch verhalten, indem ich nicht genug mit Tracy kommuniziert habe. Und wenn das jetzt dieser Moment ist, dann möchte ich sagen, dass mir das leid tut. Und das hat er ja eigentlich schon in Folge 1 gemacht. Aber es ist trotzdem gut, dass das hier nochmal anspricht, damit das vielleicht einfach mal dann unter den Teppich gekehrt wird oder sogar rausgebracht wird zur Mülltonne und nicht bezogen auf den Müll, aber damit es einfach mal erledigt ist. Und dass du eine tolle Frau bist, dass du dein Glück verdient hast und ich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht der richtige Mann für dich war. Ich nehme die Entschuldigung natürlich an. Es ist sehr, sehr lange her. Wir waren beide sehr jung. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich wünsche natürlich auch hier das Allerbeste und wünsche dir auch, dass du hier eine tolle Frau findest. Und ich glaube, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass im Kopf von Gigi jetzt ein Theaterstück gerade stattfindet. Der denkt sich so ausgewählt, haben noch nie irgendwelche Leute in meinem Umfeld gesprochen. Und der denkt sich, okay, der ist komplett gebannt. So viel unterschiedliche Wörter hat er auch noch nie gehört. Aber gut, jetzt kommt es zur Pärchenwahl. Melissa macht hier den Anfang. So, ich habe jetzt 2 Tage Zeit gehabt zu überlegen. Ich habe mich wirklich mit allen unterhalten. Es sind schöne Gespräche bei rumgekommen. Ich würde auch sagen, ich hatte einfach heute im Laufe des Tages die Erkenntnis, dass ich mich mit einem Mann besonders gut unterhalte. Marcelino. Yep, sag ich doch. Und was macht Yassins Ego auf dem Basketballplatz? Wirft gar nicht mehr. Macht nur noch so. Dribbelt nur so ein bisschen vor sich hin. Völlig fertig, der Junge. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich eine Connection aufbauen kann. Und es ist sehr selten, dass man von Anfang an jemanden trifft, wo man sofort das Gefühl hat, es passt. Und daher entscheide ich mich für Kimani. Ja! Kimani! Und er lächelt, sie lächelt und ihr Augenaufschlag hat hier auf jeden Fall was. Die hat einen sehr, sehr festen Blick. Und es ist schon interessant, dass Gigi und Yassin da stehen und die denken sich, hä? Was ist hier los? Ach, zuerst werden hier die Leseratten ausgesucht, oder wie? Der Mann, für den ich mich heute entscheide, mit dem ich verkappelt sein möchte, ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung für heute. Gigi. Ich bin hier bei Love Island VIP, um mich endlich wieder einem Mann gegenüber zu öffnen. Und deswegen entscheide ich mich heute für Danilo.
So, und dann sind ja eigentlich fast alle unter der Haube. Yassin wurde noch nicht gepickt. Und ja, Jill sitzt da mit Stirnband. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Eigentlich warst du jetzt an der Reihe, dir ein Capo zu schnappen. Aber du hast diese Red Flag bekommen. Und deswegen darfst du leider nicht wählen. So, Yassin, du darfst wählen zwischen Jill und die Geheimgranate. Die geheime Granate, oha, oha. Und ja, das Ding zwischen Yassin und Jill, das haben wir bei dieser Red Flag Night gesehen, ist eigentlich durch. Die passen nicht wirklich zueinander. Die haben sich hier und da so ein bisschen so gestichelt. Aber die sehe ich auch null zusammen. Du weißt nicht, wer sie ist. Und du weißt nicht, wie sie aussieht. Wenn du dich entscheidest für die Geheimgranate, ist Love Island VIP für Jill ab sofort heute Abend vorbei. Jill, du weißt, ich finde dich super hot. Aber wenn wir beide ehrlich sind, ich glaube, du kannst dir keine Beziehung mit mir vorstellen. Ja, nee, deswegen. Und deshalb würde ich die geheime Granate nehmen. Und Yassin denkt sich, okay, ist hier meine Trauerzeit vorbei? Ich bin ready. Boom, tschakka, boom, boom. Und ich glaube, dass ihr euch hier schon verlieben könnt, weil ihr euch sehr viel Mühe gebt. Und ich sehe auch, dass ihr sehr interessiert seid aneinander. Und ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und das war's für Jill. Irgendwie, weiß ich nicht, kommt überraschend. Aber wir haben hier halt wirklich nur Trash-Legenden, mehr oder weniger. Aber doch für Trash-TV auf jeden Fall. Deswegen, irgendjemand muss den Anfang machen. Und ich finde es tatsächlich irgendwie schade, dass sie raus ist. Hier ist dein Couple. Glückwunsch, Yassin. Es ist eine liebe alte Bekannte von dir. Komm her, komm her. Hi. Sag jetzt, freust du dich, mich zu sehen, oder ist ich jetzt hier? Ja, keine Ahnung. Oh, und wie unangenehm ist das bitte? Aurelia, die hat noch mit Yassin ein Hühnchen zu rupfen. Das hatten wir schon gesehen bei Good Luck Guys, aber die Freude ist eher so, nein, 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 nein. Ich habe leider eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern im Reality. Wir waren nicht zusammen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen betrogen, aber er hatte mit einer anderen was vor meinen Augen. Heute würde ich mir das niemals wieder gefallen lassen. Ich kenne meinen Wert. Ich habe an meiner Selbstliebe ganz stark gearbeitet. Und ich hoffe, dass ich drücke jeglichen Daumen, den ich habe. Ja, okay, sind nur zwei, dass das so stimmt. Weil meistens, wenn die Leute schon so in den Interviews sitzen, Cut, schon wieder auf Yassin reingefallen. Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, sie hat wirklich irgendwas mitgenommen. Denn Aurelia ist ja eigentlich typisch dafür bekannt, dass wir sie Cut in der Ecke sehen und am Heulen, weil irgendwas gerade ihr zu viel wird. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir von ihr jetzt in den nächsten Folgen sehen werden. Ich hatte mit der lange Zeit, dass ich hab die übelst verarscht. Ja, und jetzt? Ich kann jetzt auch nicht sagen, so, ey, auf die habe ich gar keinen Bock mehr. So, wer weiß, was passiert. Ich freue mich wirklich, dass da was. Also jetzt nicht so, ich habe kurz geschluckt, kennst du das so? Also, ja. War heftige Nummer. Und wenn der die nochmal rumbekommt, dann raste ich komplett aus, das sage ich euch. Aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Und ja, Yassin ist ja einsam und der führt sie jetzt so ein bisschen rum und sagt, wo man halt so schlafen kann und zeigt dann so auf sein Bett. Bei mir wäre er noch frei. Nee, ist blöd. Ja, schon. Es ist mir zu nah. Also mit deinem Einzug hast du wirklich alles auf den Kopf gestellt, ne? Also wirklich alles. Weil ich hatte dich eigentlich die ganze Zeit im Kopf. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Macht er jetzt sowas? Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich bin auf die Red Flag Taktik von Yassin gespannt und wir bekommen noch eine Vorschau. Muss was ändern. Weil du tust Menschen weh. Ich bin ja wie so ein Stück Scheiße. Die lacht auch noch. Ich schock meine Mutter genau. Ich würde gern diese Bühne nutzen, um... Es kommt alles anders als erwartet. Uff, da bin ich doch sehr, sehr gespannt. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch an der Stelle nur das Beste. Wir sehen uns schon bald wieder. Ciao.